Mein Name ist Andrea Nieffenegger. Nach 13 erfüllten Ehejahren hat mein erster Ehepartner den Kampf gegen die Krankheit zystische Fibrose verloren. Wir haben während vielen Jahren eine Gemeinde im Emmental zusammen geleitet und haben über Jahre ganz fest geglaubt, dass er geheilt werden wird von dieser Krankheit, die er seine Kindheit hatte. Als er dann schlussendlich gleich gestorben ist, ist für mich eine grosse Welt zusammengebrochen. Ich werde an der Arena in einem Interview erzählen, wie es mir anschliessend ging und wie ich Gott nach diesem Schicksal erlebt habe und wie er mich herausgeholt und wieder eingestellt ins Leben. Heute bin ich wieder verheiratet und seit letzten August Mami von einem kleinen Töchterli. Das ist ein weiteres Wunder, das ich nicht mehr gedacht, dass das mir passiert. Kommt an die Arena, ich möchte euch dort mehr erzählen.